Pandora! Was du geopfert hast, endet es erneut in einer Niederlage. So Leute, willkommen zurück zu God of War 3. Die Kiste ist jetzt nicht ernsthaft leer, oder? Also die Büchse Pandora. Schauen wir nochmal nach, vielleicht ist da doch was drin. Die Kiste ist leer. Okay. Ist das für nichts? Hat sich Pandora umsonst geopfert? Sieht ja wohl so aus. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Kratos sie losgelassen hätte, wenn Zeus nicht das mit seiner Familie gesagt hätte. Aber hätte haben würden. Wir sind im Hier und Jetzt und es ist halt passiert. Aber ist ja scheißegal. Schließlich ist die Truhe eh leer. Da können wir Zeus ja trotzdem töten. Mal schauen. Nein, nein, nein. Oh. Ich dachte, so ein Sprint in der Luft reicht, aber sieht nicht danach aus. Tut mir leid für den kleinen Fail. Nicht so tragisch. Wir gehen einfach nochmal hin und schweben diesmal rüber. Dann sollte es eigentlich besser klappen. So Leute, willkommen zurück zu God of War 3. Nee. Ich begrüße euch zum ersten Mal in diesem Part. Was? In die Schlucht gefallen? Ich würde doch niemals in irgendeine Schlucht fallen. Also, ich bitte euch, Leute, ich bin doch der Beste, der Coolste, der Tollste. Ich bin einfach der Gott des Krieges und der Spiele und der Let's Plays und so weiter und so fort. Solches Chaos! Viel Arbeit wartet, wenn ich dich stelle. Stelle dich mir, Vater! Lass es uns beenden! Ja, mein Sohn, es ist Zeit. Da war ein kleiner Fehler in der Synchronisation, oder wie auch immer ich den Fehler beschreiben soll. Auf jeden Fall hätte Zeus noch sagen sollen, also er hat gesagt, viel Arbeit liegt vor mir, wenn ich dich getötet habe oder besiegt habe. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Auf jeden Fall keine Ahnung, wieso überhaupt diesmal dieser Fehler war. Weil bei den letzten zwei Mal, als ich es aufgenommen habe, war der eigentlich nicht da. Aber nun gut, nicht so schlimm, nicht weit tragisch. Jetzt kämpfen wir halt wieder gegen Zeus. Die erste Runde ging an uns. Mal schauen, ob die zweite Runde auch an uns geht. Ich hoffe es doch. Wäre ziemlich vorteilhaft, weil dann würden wir... Nein, Hintergrund darauf zu bewegen. Geh weg, Hintergrund, wer ist das? Ne, Kronos haben wir besiegt, ich wollte gerade sagen können. Skaya? Skaya, aber sie haben wir uns auch besiegt. Die Herrschaft des Olymps endet nun. Gaia! Du lebst! Meine Welt, sie blutet wegen dir. Ich habe deinen Tod nie gewollt, Spartaner. Aber du hast mir keine Wahl gelassen. Deine Spielfigur hat versagt, Gaia. Du hättest eine andere wählen sollen. Genug! Vater und Sohn sterben gemeinsam. Oh, jetzt sind wir wieder in Gaia drin, aber nicht nur wir, sondern auch der liebe Zeus. Fühlt es sich wohl an, wenn man zwei Männer in sich drin hat? Also ich kann es euch nicht sagen, vielleicht kann es mir einer von euch sagen. Aber ich glaube, keiner von euch ist irgendwie ein Titan oder so, dass zwei Männer in ihn oder sie reinpassen. Oder?
Ach, ist ja auch egal. Nicht so schlimm. Sammeln wir uns hier ab. Und dort ist ja Gaias Herz. Was können wir denn damit machen? Vielleicht können wir erstmal die Kristalle hier zerstören, die ihr Herz schützen, ne? Wie wär's damit? Wollen wir ihr Herz brechen? Wollen wir das tun? Wollen wir so gemein sein? Entscheidet ihr. Ne, obwohl, ihr entscheidet gar nicht. Ich entscheide. Und wir bringen es erstmal zum Lodern, das Herz. Und jetzt ist es da, so schutzlos wie eh und je. Ich habe eine Idee. Wir reißen das Herz einfach mal raus und verkaufen es auf dem Schwarzmarkt. Das wird sicher ordentlich Asche einbringen. Vor allem so ein großes Herz. Das kann man bestimmt in viele kleine Herzen verteilen. Und dann gibt es ganz viele Asche. Was ist denn los, Gaia? Tut dir irgendwas weh? Hast du Herzschmerzen? Weißt du, was gegen Herzschmerzen hilft? Schokolade! Iss doch ein bisschen Schokolade, Gaia. Ich beende dieses Chaos! Zeus will mit ihr, mit mir um ihr Herz kämpfen. Ist das nicht romantisch? Ach, ihr Frauen habt es doch gern, wenn ihr zwei Männer um euch kämpfen, vor allem wenn es Vater und Sohn sind. Dann habt ihr es vor allem gern, oder? Nee, keine Ahnung. Ich find's nicht so cool, also ich weiß nicht, ich find's nicht cool, wenn Mutter und Tochter um mich kämpfen würden. Wäre ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen seltsam, ja. So kann man es ganz gut ausdrücken. Seltsam trifft's gut, wir sind hier beim finalen Kampf gegen Zeus. Mal schauen, wie wir uns schlagen. Ich hab keine allzu gute Taktik, also ich habe keine Taktik wie vorhin, bei der man einfach so nah wie möglich an ihm bleiben, an ihm dranbleiben soll und alles kontern muss. Geht vor allem nicht, weil er... Nein, genau. Ah, jetzt haltet er sich erstmal, saugt der lieben Gaia das Leben ab. Das ist nicht gut. Nee, aber er geht immer auf Distanz und deswegen kann man gar nicht so gut seinen Angriff standhalten und kontern. Aber versucht es natürlich weiterhin. Ab und zu klappt es halt. Ab und zu dann nicht. Und das, ey, das ist unfair. Oh. Hallo, wir haben fast kein Leben mehr. Du bist mir nicht gewachsen. Ja, halt die Klappe. Ich muss erstmal Gaias Energie abzapfen. So, komm. Hier, Tornado. Gaia, gib mir deine Energie. Moment, erstmal ein bisschen Magie, um uns ein bisschen Luft zu verschaffen. Oh, ich hab vergessen, Kreis zu drücken. Zack. Nein. So, nochmal. Zack. So, und jetzt komm. Energie abzapfen und Magie. So. Gut, sieht nicht so gut aus für uns. So, nochmal Magie. Okay. Beim ersten Mal, als ich gekämpft habe, hatte ich absolut kein Problem mit Zeus. Beim zweiten Mal, als ich es aufgenommen habe, hatte ich ein bisschen ein Problem, aber noch lange nicht so ein großes wie jetzt eigentlich. Nein, lass Gaias Herz in Ruhe, das gehört mir. Aber irgendwie, wenn wir mit der Klinge des Olymps draufhauen, ziehen wir hier überhaupt nichts weg. Seltsam. Ob das normal ist, ich weiß es nicht. Genius, super. So. Komm, jetzt müssen wir aufpassen. Komm, zack. Ah, das ist nix gut, is no good, kennt ihr is no good? Das war früher so eine Zeichentrickserie, ich weiß nicht mehr. Ja, die gibt's schon, aber ich glaube, die läuft nirgends mehr. Wir sind tot. Schade, Schokolade. Kratos. Ich beende dieses Chaos. So, mal schauen, ob wir uns jetzt besser schlagen können. Greif einfach mal immer an und lass ihm gar keine Ruhe. So kontern irgendwie und ich konter ihn, wenn er mich angreift. Dann sollte es eigentlich klappen. So, beim ersten Mal war ich ein bisschen unkonzentriert.
deswegen hat er es auch geschafft, mich zu besiegen, aber kommt nicht wieder vor. So, jetzt hauen wir einfach, wie gesagt, kräftig drauf. Nein, 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 nicht absaugen. Lass Gaia doch endlich in Ruhe. Was hat sie dir getan, dass du ihrem Herzen so viel Schmerzen zufügst? Hey, Trenta, ihrem Herzen so viel Schmerzen zufügst. Aber nun gut, so. Was ist los, Kratos? Kratos, Zeus. Geht dir die Energie aus, obwohl die geht nicht wirklich aus, denn er haut ja fröhlich weiter drauf los. Also glaube ich nicht unbedingt, dass ihm die Energie ausgeht, aber hier trotzdem ein bisschen die Armee von Sparta. Zack, und hier hast du deine eigene, Medizin. Wie habe ich es bei den Vorhängenaufnahmen oft gesagt? Keine Ahnung. Ist ja auch nicht so tragisch. Er frisst seine eigene Medizin gerne. Seine Blitze, die schmecken ihm ganz gut. Ihr wisst ja, wie Zeus sich ernährt. Er ernährt sich durch Blitze, die er jeden Tag verspeist. Dadurch kann er, keine Ahnung, was er kann. Er wollte sich gerade wieder heilen, aber ich habe es zum Glück nicht zugelassen. So. Komm. Geht, glaubt ihr, kleinen Kratos, nicht Kratos, nur Zeus-Klone. So, hier. Zack, 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 zack. Spürt die Pfeile von, Sparta, ja. So, komm. Hallo, geh drauf, geh mal drauf. Gehst du mal bitte drauf. Hol mir ein bisschen Energie wieder. So, komm. Zack, 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 zack. Sehr gut. Und nochmal Energie ein bisschen holen. Komm, 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 komm. Wir brauchen Energie. Nee, wir bekommen keine Energie. Aber. Oh, 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 ruhig. Ruhig Blut, ruhig Blut, ruhig Blut, Jungs. So, das ist voll unfair. Sie sind zu 60, während ich alleine hier bin. Er wollte sich nochmal heilen, aber ich habe es wieder nicht zugelassen. So, haben wir wieder ein bisschen Magie bekommen, sodass wir wieder Spartas Armee einsetzen können. Nein, 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 nicht heilen. Nicht heilen, Zeus. So ist gut, so ist fein. Sehr schön, Quicktime-Event. Stirb, Zeusilein! Okay. Ja, jetzt erstmal die Kreistaste vergewaltigen. Und jetzt müssen wir ihn wegdrücken, den Zeus. Zack, hau ab! Hier, kleines Quicktime-Event. Zack, und zack, und zack, die Boom! Viereck, und hier hast du den Ellenbogen in deine Fräse. So ein Ellenbogen-Check. Ey, hallo, 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 das geht doch nicht. Das geht doch nicht, lieber Zeus. Papa Schlumpf, jetzt muss ich nur. Boah, das war knapp. Das war knapp, darauf war ich nicht vorbereitet. Aber wir drängen ihn gut zurück. Jetzt können wir ihn festnageln und. Wollen wir ihn schon töten? Wollen wir ihn schon töten? Wollen wir Zeus massakrieren? Was denkt ihr, liebe Leute? Tun wir das oder tun wir das nicht? Ich würde sagen, das erfahren wir erst im nächsten Part. Bis dahin, Leute, man sieht sich. Schönen Tag noch. Und ja, wieder ein Cliffhanger. Tschüss.